glaube, für die gesamte Fraktion, aber auch für mich persönlich war es ganz wichtig, dass wir vorher Oppositionserfahrung hatten. Wobei wir als uns Freie Wähler haben uns nie so als Opposition nur verstanden. Auf der einen Seite schon Kritik, aber auch immer mitgestalten. Und das kommt uns jetzt sehr entgegen. 10 Jahre Erfahrung. Wir wissen, wie die CSU tickt, wie die anderen ticken, wie Opposition läuft. Jetzt wissen wir, wie Regierung läuft. Also es war eine gute Erfahrung. Wir haben ja früher schon einiges umgesetzt in der Oppositionszeit. Auch ich ganz persönlich mit dem Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren und dann auch mit dem Volksbegehren, um wieder das 9-jährige Gymnasium einzuführen. Und gerade daran konnte ich dann auch anknüpfen. Wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren dieses 9-jährige Gymnasium konzipiert. Dann gab es natürlich viele weitere auch Initiativen, die uns wichtig waren. Wir haben jetzt Alltagskompetenz mit hinaufgenommen. Das sind 2 Projektwochen im Unterricht. Dann war es mir wichtig, auch die Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten, gerade auch beim Übertritt und bei den Zeugnissen. Also in den letzten 2 Jahren gab es viel zu tun. Ja, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ich sage es auch ganz ehrlich, das ist so ein Leib- und Magenthema auch von mir. Ich habe schon in der Opposition vor 3 Jahren 10 Anträge gestellt und vieles davon kann ich jetzt umsetzen. Am Anfang waren die Finanzen noch ein bisschen dürftig. Da hatten wir nur ein Programm mit 212 Millionen. Jetzt haben wir mit Bundesmitteln, mit Landesmitteln draufgesattelt. Jetzt sind es 2 Milliarden, also die 10-fache Summe. Ich konnte jetzt in der Zeit die Summe für Digitalisierung verzehnfachen. Und jetzt geht es darum, wirklich alles abzuarbeiten. Vom Breitbandanschluss über WLAN bis hin zu den Geräten. Und dann, was mir am Herzen liegt, ist natürlich der pädagogische Mehrwert. Wie wird Unterricht besser mit Digitalisierung, durch Digitalisierung? Da gibt es jetzt viele Lehrerfortbildungen. Wir sind da gut dabei in Bayern. Manche schauen neidisch auf uns, aber es gibt noch viel zu tun. München. Ich wohne jetzt seit über 40 Jahren in dieser wunderschönen Stadt, der schönsten in Deutschland. Da kennt man viele, viele Flecken. Habe auch an unterschiedlichen Orten in München gewohnt. Und das ist genau dieses Gefühl zwischen einerseits Großstadt, wo viel los ist, aber andererseits doch sehr, sehr heimelig. Und so freue ich mich jedes Mal, wenn man woanders ist, wieder hier zurückzukommen. Hier sind meine Freunde, hier kenne ich mich aus, das ist Heimat. Also hier das erste Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren. Es war vieles neu, zum ersten Mal sowas auszuprobieren. Das erfolgreichste Volksbegehren, das es jemals in Bayern gab. Wir haben die damalige Regierung zum Wanken gebracht und das Ziel durchgesetzt. Also das war schon etwas, wo ich auch heute noch stolz drauf bin. Heimat. Glaubwürdigkeit. Hier, wo wir jetzt sind. Ja, dass wir gesund bleiben. Vieles davon natürlich bewahren. Wir merken es jetzt gerade, der Druck ist sehr, sehr groß in der Stadt, weil es eine so schöne Stadt ist. Viele ziehen zu, suchen Wohnungen. Es wird viel gebaut und manches geht kaputt. Und deshalb habe ich ein Bürgerbegehren auch gestartet gegen zu große Nachverdichtung. Wir wollen hier das Grün erhalten, die Frischluft schneisen. Also München soll seinen Charakter behalten. Die Menschen sollen so bleiben, wie sie sind. Es gibt immer Veränderungen auch, aber es müssen nicht zu viele sein.